Nur das Nötigste zum Leben zu haben, jeden Monat, das haben Ingrid Köper-Pape und ihr Sohn Patrick erlebt. Als Alleinerziehende von zwei Kindern hatte sie es ohnehin schwer. Doch als sie dann noch arbeitslos wurde, rutschte die Familie in Hartz IV. Hartz IV war so richtig das Abstempel, man gehört nicht mehr zu dieser Gesellschaft, man traut sich nicht, überhaupt was zu sagen, zu outen, den Kindern gegenüber immer wieder zu erklären, es ist kein Geld dafür, vielleicht ins Schwimmbad zu gehen. Es war gerade mal, um den Kühlschrank zu füllen, minimal mit Hilfe der Tafel, und dann hört es eigentlich schon auf. Wie Familie Pape bekam 2005 zum Start von Hartz IV 6,8 Millionen Menschen das neue, sogenannte Arbeitslosengeld II. Heute, nach 10 Jahren, sind es 700.000 Hartz-IV-Empfänger weniger. Auch Ingrid Köper-Pape arbeitet wieder, nach jahrelangen Kurzzeitverträgen und Vertretungen. Hartz IV ist also ein Erfolg, meinen Befürworter. Weil es dazu geführt hat, dass die Arbeitslosen, die früher in der Sozialhilfe oft stecken geblieben sind, jetzt in diesem System der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen voll integriert sind. Der Widerstand gegen die Hartz-Reformen war groß, doch sie gelten heute manchen sogar als Vorbild. Sie sind ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass Deutschland heute besser dasteht als beispielsweise Italien oder Frankreich, die große Arbeitsmarktprobleme haben. Aber Hartz IV hat Deutschland grundlegend verändert. Ohne Sozialkaufhäuser und Lebensmitteltafeln kommen viele Menschen nicht mehr zurecht. Denn Arbeit zu haben reicht nicht immer aus. Ein ganzer Niedriglohnsektor ist entstanden. 400-Euro-Jobs. Aufstocker. Vor 10 Jahren war das unbekannt. Kritiker der Reform sehen Hartz IV als Abstempeln einer ganzen Gruppe, als Makel, als Sumpf, aus dem man nur schwer herauskommt. Das Motto der Reform, fördern und fordern, sei nicht eingehalten worden. Fördern und fordern war für mich nur ein Werbeslogan, mit dem Hartz IV verkauft wurde in der Öffentlichkeit. In Wirklichkeit wurde der Druck durch die Jobcenter auf die Betroffenen erhöht. Die Zumutbarkeitsregeln wurden verschärft, jeden Job anzunehmen, auch wenn er nicht tariflich oder ortsüblich bezahlt wurde. Und die Sanktionen wurden verschärft. Auch die Lebensleistung eines Menschen spielt bei Hartz IV keine Rolle mehr. Ob jemand bereits jahrelang gearbeitet hat oder noch nie in seinem Leben, man erhält das gleiche Geld. Das hat auch Familie Pape hart getroffen. Die Situation wäre ohne Hartz IV nicht ganz so schlimm gewesen, weil ich hatte ja bis dahin schon 30 Jahre gearbeitet, bis ich in die Arbeitslosigkeit kam. Und dieses nur ausgegrenzt sein oder minimal ausgegrenzt sein durch die Alleinerziehung, das konnte man schon noch aushalten. Aber die finanziellen Probleme, die haben dann eigentlich den Rest noch gekappt. Aus Hartz IV rauszukommen, war ein richtiger Kraftakt für die Familie. Und obwohl es der Mutter als Verwaltungsangestellte heute sehr viel besser geht, verfolgt sie nach den Erfahrungen mit Hartz IV immer noch eine Angst, die erneut arbeitslos zu werden.